Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch ein bisschen über meine Ernährung sprechen. Ich hatte euch ja in meinem eigenen Gewinnspiel gefragt, was für Themen ihr euch wünscht und da kam diese Frage häufiger, dass ich doch mal darüber sprechen soll, wie ich mich so ernähre und das mache ich in diesem Video. Also bleibt dran! Ich denke, um das große Ganze so ein bisschen zu verstehen, ist es auch wichtig, nicht nur, dass ich euch erzähle, wie ich mich heute ernähre, sondern auch ein bisschen weiter aushole und meine Ernährung im Wandel sozusagen erkläre, denn sie war ja nicht immer so, wie sie heute ist. Und ich denke, da macht es auf jeden Fall Sinn, mal ein bisschen weiter auszuholen. Ich fange einfach mal an in meiner Kindheit. Denn ich finde, die Kindheit ist schon sehr, sehr ausschlaggebend dafür, wie man sich ernährt, was man so von Kindheit an mitbekommen hat. Natürlich kann man es auch als Erwachsener immer wieder ändern, aber es prägt einen ja doch irgendwie schon. Und bei mir war es so, ich muss dazu erwähnen, meine beiden Eltern sind Zahnärzte und die haben schon sehr, sehr darauf geachtet, dass wir uns gesund ernähren. Und auch, dass ich nicht so viel Zucker esse oder ja, helles Mehl, Weizenmehl und solche Sachen. Da haben sie schon sehr drauf geachtet. Sie haben es mir nie verboten, aber sie hatten immer ein Auge da drauf. Und ich denke, das war schon sehr prägend für mich, weil wenn man als Kind es gar nicht so gewohnt ist, viel Süßes zu essen und sich an diesen süßen Geschmack gewöhnt, dann ja, hat man es auf jeden Fall auch leichter später, wenn man älter ist, weil man es einfach gar nicht so gewohnt ist von Kindheit an. Außerdem hat meine Mutter immer sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir ganz viel Gemüse und auch Obst essen. Also das durfte auf jeden Fall keinen Tag fehlen und sie hat auch immer frisch gekocht. Und ich erinnere mich auch daran, später, als ich dann schon älter war und Klausurenphase hatte oder später im Abi, hat sie immer noch mehr Wert darauf gelegt und ich habe heute noch ihre Stimme im Ohr, wie sie meint, ja, das ist Hirnnahrung, damit du auch gut denken kannst und dich konzentrieren kannst. Oder es kamen immer wieder so Sprüche von ihr, ja, Kohl ist so gesund, das reinigt den Darm und das beugt Darmkrebs vor und all solche Sachen. Ich habe das immer wieder zu Hause gehört und da hat sie mir auf jeden Fall schon eine sehr gesunde Ernährung mit auf den Weg gegeben und auch einfach das Bewusstsein dafür. Also so viel zu dem Thema, wie ich früher gegessen habe, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und dann ging es ja weiter mit dem Studium. Ich bin von zu Hause ausgezogen und ich muss gestehen, am Anfang meines Studiums habe ich mich auf jeden Fall nicht sehr ausgewogen ernährt. Erstens, ja, weil ich nicht besonders gut kochen konnte und auch weil die Zeit fehlte und einfach die Priorität, muss man ganz ehrlich sagen. Zeit ist immer, ja, ein bisschen eine Ausrede, aber wenn man nicht so gut, wenn man nicht viele Rezepte kennt, die vielleicht auch schnell gehen und trotzdem gesund sind und ja, einfach viele Dinge im Kopf hat, viel Neues, viel lernen muss, aber auch natürlich, ja, die neue Stadt erleben möchte und sowas alles. Ganz ehrlich, die Priorität lag am Anfang nicht auf einer gesunden Ernährung. Ich habe trotzdem, so gut es geht, mich gesund ernährt. Das heißt, ich habe immer, wenn ich zum Beispiel Brot gekauft habe, habe ich Vollkornbrot, Schwarzbrot gekauft und ja, auch darauf geachtet, dass ich weiterhin noch genug Obst und Gemüse esse. Aber ich habe nicht mal besonders viel gekocht. Also ich habe wirklich viel Brot gegessen oder Müsli. Und das ist halt letztendlich nicht sehr ausgewogen oder abwechslungsreich. Und ja, so war das eigentlich am Anfang. Also ich habe mein Bestes gegeben, sage ich mal, und immer noch ja, einen gesunden Aspekt mit drin gehabt, aber es war einfach nicht besonders abwechslungsreich. Und dann, so ab Mitte des Studiums, würde ich sagen, habe ich mich mehr und mehr mit dem Kochen beschäftigt, habe geguckt, dass ich gesunde Rezepte mir aneigne, die aber immer noch schnell gehen, also dass man nicht ewig in der Küche stehen muss. Und da fing das so ein bisschen an, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe, jetzt das, was ich eigentlich von zu Hause her kannte und ehrlich gesagt auch vermisst habe, jetzt in meinem eigenen Haushalt auch umzusetzen. Und ja, dann ein ganz, ganz großer Wendepunkt war eigentlich, als ich durch war mit dem Studium. Und zwar habe ich, jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen, ich habe von Geburt an Neurodermitis gehabt.
Und ich habe dann 2015 eine Akupunkturbehandlung begonnen bei einem Chinesen, also eine traditionelle chinesische Medizin mit Akupunktur und auch mit Kräutern. Und das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht, damit meine Neurodermitis weggeht. Und schon mal vorweg kann ich sagen, sie ist auch tatsächlich weggegangen und bis heute nie wiedergekommen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, diese Therapie zu machen, nachdem ich etliche Sachen ausprobiert habe und nichts funktioniert hat. Ja, also Akupunktur, diese TCM hat mein Leben verändert. Und damals, als ich anfing, gleich in der ersten Sitzung, hatte man mir geraten, auf Milchprodukte zu verzichten. Und ich habe damals recht gerne Joghurt und auch Käse gegessen. Und Milch an sich mochte ich noch nie, habe ich noch nie gegessen, so pur, aber als Joghurt und Käse doch schon relativ viel, würde ich sagen. Also auf jeden Fall irgendwie tagtäglich. Und ja, dann hatten sie halt gesagt, dass ich das weglassen sollte. Und ich bin ein sehr konsequenter Mensch. Also wenn ich mich für irgendwas entscheide, dann ziehe ich das auch tausendprozentig durch. Und so war das eben auch da. Ich habe von heute auf morgen aufgehört, Milchprodukte zu essen und ja, komplett von meinem Speiseplan gestrichen. Und dann war es auch ein sehr, sehr glücklicher Zufall, dass ich genau in dem Zeitraum von diesem halben Jahr, auch relativ am Anfang, während ich diese Akupunktur gemacht habe, habe ich eine Freundin von mir in Irland besucht. Und meine Freundin hat sich zu dem damaligen Zeitpunkt vegan ernährt. Und ich habe sie eine Woche lang besucht und in dieser einen Woche habe ich mich auch komplett mit ihr zusammen vegan ernährt. Wir haben zusammen vegan gekocht, auch wenn wir unterwegs waren und auswärts gegessen haben, haben wir immer was Veganes bestellt. Und das war für mich sehr, sehr hilfreich einerseits und auch so ein bisschen augenöffnend, weil ich muss sagen, ich habe mich in der einen Woche sehr, sehr gut gefühlt und ich habe gemerkt, ja, sie ist übrigens auch Köchin, also sie kann sehr, sehr gut kochen. Und sie hat mir damals sehr gute Rezepte gezeigt, die aber auch schnell gehen und die sehr lecker waren. Und dann auch die Tatsache, dass wenn wir unterwegs waren, wir trotzdem auch in einem nicht veganen Restaurant immer irgendwie vegane Alternativen gefunden haben, ja, hat mich so ein bisschen dahin gebracht und hat mir gezeigt, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Und als die Woche dann rum war und ich wieder zu Hause war, habe ich das einfach beibehalten. Also ich habe mich tatsächlich dann ein Jahr lang 100% vegan ernährt, egal ob ich zu Hause gekocht habe oder im Restaurant essen war. Ich habe wirklich ein Jahr lang hundertprozentig vegan mich ernährt und das komplett durchgezogen. Und das Gute war, dass auch mein Freund Marc immer mitgemacht hat und mich unterstützt hat. Ich hätte es auch ohne ihn gemacht, ganz klar, weil es mir eben sehr, sehr wichtig war, dass die Akupunkturbehandlung was bringt und dass ich die Neurodermitis loswerde, dass ich was für meine Gesundheit tue. Aber wenn der Partner mitmacht, hilft es natürlich trotzdem schon enorm. Und ich habe ihn nie überredet oder in irgendeine Richtung gedrängt oder irgendwas in der Art, aber er war einfach interessiert und hatte Lust mitzumachen und Milchprodukte hat er sowieso noch nie gemocht und noch nie gegessen und insofern war es jetzt für ihn auch kein so großer Unterschied mehr. Gut, man verzichtet dann natürlich noch auf Fleisch, Fisch und Eier, es ist schon noch mal ein Unterschied, aber es fiel uns eigentlich nicht schwer, die Umstellung. Und dann nach ungefähr einem Jahr habe ich es ein bisschen gelockert. Und wenn wir dann mal im Restaurant waren, habe ich zwar immer noch vegetarisch gegessen, aber ich habe dann nicht mehr so akribisch drauf geachtet, dass wirklich in der Soße keine Milch drin ist und sowas alles. Also da habe ich es schon ein bisschen gelockert, zumindest wenn wir im Restaurant waren. Zu Hause habe ich weiterhin vegan gekocht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ich glaube noch 2 weitere Jahre, würde ich schätzen. Also insgesamt dann 3 Jahre. Und dann kam so ein bisschen die Phase, dass ich auch doch zu Hause mal wieder ein bisschen Fleisch oder Fisch gegessen habe, aber wirklich nur ab und zu mal. Und jetzt in letzter Zeit auch gelegentlich mal Eier. Das heißt, jetzt ist natürlich interessant, wie ernähre ich mich jetzt? Also ich ernähre mich immer noch zu einem sehr, sehr großen Teil vegan oder pflanzenbasiert. Ich würde mich auf gar keinen Fall als Veganerin bezeichnen, aber wenn ich überlege, was ich esse, ist es halt zum Großteil vegan. Aber ich verbiete mir nichts und ich esse mittlerweile auch doch gelegentlich mal wieder Fleisch oder Fisch oder Eier.
Milchprodukte esse ich nach wie vor überhaupt nicht. Und ich muss sagen, ich habe damals Käse geliebt. Und heute, wenn ich an Käse nur denke oder den sehe oder rieche, mir wird echt schlecht. Und ja, auch Milch mochte ich sowieso noch nie. Joghurt, oh, ich könnte mich echt ekeln davor. Also Milchprodukte esse ich gar nicht. Aber wie gesagt, mittlerweile doch mal wieder ein bisschen Fleisch und Fisch und Eier. Aber auf keinen Fall tagtäglich. Also selten. Ich kann auch nicht sagen, wie oft, weil es ist unregelmäßig. Es ist vielleicht auch mal in einer Woche zweimal oder sogar dreimal und dann wieder ganz lange gar nicht. Also es ist echt unregelmäßig und wie gesagt, ich verbiete mir nichts in dem Sinne, dass ich sage, nee, das esse ich jetzt auf keinen Fall, aber mir ist oft einfach gar nicht danach. Und die Rezepte, die ich koche, sind eben fast immer vegan. Also mir geht es letztendlich einfach nur darum, dass ich mich gesund ernähre und darunter verstehe ich eben, dass ich sehr viel Gemüse esse, ganz viel Gemüse, Obst auch, aber in Maßen, weil es eben nicht so gut ist für die Zähne aufgrund der Säure und des Zuckers. Aber ich würde auch nicht sagen, dass man komplett auf Obst verzichten sollte, weil dafür enthält Obst einfach zu viele wichtige Nährstoffe. Und da gehen die Meinungen ja auch auseinander, auch unter den Zahnärzten. Aber ihr wollt meine Meinung wissen und das ist für mich so, ich esse Obst, aber selten. Ich esse hauptsächlich Gemüse. Und so ergibt sich das eben, dass es zum Großteil auch vegan ist. Und wenn wir jetzt mal grillen wollen, dann esse ich auch ein Steak mit. Was mir nur aufgefallen ist, dass viele vegane Rezepte ziemlich viel Essig oder auch Zitronensaft enthalten. Und da denke ich halt immer an meine Zähne und ändere die Rezepte ab, also wandle sie ab, dass ich eben Zitronensaft und Essig weglasse oder nur selten mal dazu nehme. Weil es eben ja die Säure ganz, ganz schlecht ist für die Zähne und auch der Zucker zum Teil. Also auf solche Sachen achte ich sehr, sehr doll. Was ich auch gar nicht trinke, ist Kaffee. Ich habe in meinem Leben noch niemals Kaffee getrunken und habe auch nicht vor, damit anzufangen. Und auch so generell, ich trinke eigentlich nur Leitungswasser, seit einigen Monaten auch nur noch Osmosewasser. Wir haben uns eine Osmoseanlage gekauft. Und davor habe ich eben so Leitungswasser getrunken. Ich trinke keine Säfte, keine Limonaden, keine Energy Drinks, also wirklich eigentlich nur Wasser. Auch so gut wie nie Tee, ab und zu vielleicht mal, aber sehr, sehr selten. Und wenn dann auch nur welchen, der nicht so doll Verfärbung macht an den Zähnen, da achte ich auch drauf. Und was ich ganz gern mal trinke, ist Kakao. Kakao ist ja an sich sehr gesund. Was ihn ungesund macht, sind diese Fertigmischungen, wo ganz viel Zucker drin sind und Zusatzstoffe und sowas alles. So einen Kakao trinke ich nicht, sondern ich trinke wirklich reines Kakaopulver mit entweder Hafermilch oder noch lieber Hafer-Hanfmilch. Die enthält noch mal weniger Zucker als Hafer. Und ich achte darauf, dass auch kein Zucker zugesetzt ist, sondern der Zucker, der enthalten ist, da ist natürlich trotzdem Zucker drauf. Ihr müsst in der Nährwerttabelle mal nachschauen, da ist trotzdem Zucker drin. Es ist aber sozusagen zuckereigener Zucker und kein zugesetzter Zucker, aber es ist trotzdem Zucker. Trotzdem kann der Karies machen an den Zähnen. Und ich habe auch gehört, also die verarbeiten die Hafermilch irgendwie so, dass der Zucker abgespalten wird, damit die Hafermilch süß schmeckt. Wenn man Hafermilch zu Hause selber macht, schmeckt sie gar nicht süß, weil der Zucker nicht abgespalten ist. Insofern achte ich halt darauf. Deswegen trinke ich auch lieber Hafer-Hanfmilch, weil da nur, ich meine, 1,5 oder 1,7 Gramm auf 100 Gramm Zucker drin sind. Also sehr, sehr wenig. Und so ist es eben einfach ein sehr gesundes Getränk, eine gesunde Art Kakao zu trinken. Und ihr fragt euch bestimmt, ob ich Süßigkeiten esse. Ich esse eigentlich niemals Süßigkeiten. Erstens, weil ich es nicht mag. Ich mag keine Chips, ich mag keinen Weingummi, ich mag keine Vollmilchschokolade, ich mag keine weiße Schokolade. Das Einzige, was ich mag, ist Zartbitterschokolade. Und auch da nur ganz bestimmte Zartbitterschokolade, nicht jede, sondern nur bestimmte von bestimmten Firmen. Mal so eine Praline aus Zartbitterschokolade. Und das esse ich, keine Ahnung, ich kann das nicht mal zählen. Es ist so wenig, dass es eigentlich wirklich zu vernachlässigen ist. Dann esse ich vielleicht mal zwei Pralinen und dann wieder Ewigkeiten gar nichts. Und deswegen, dadurch, dass ich ab und zu mal diesen gesunden Kakao trinke und nun mal Schokolade das Einzige ist, was ich überhaupt mag, habe ich überhaupt gar kein Bedürfnis, noch ungesunde Schokolade zu essen,
Und ja, es fehlt mir einfach gar nichts. Wenn ihr wollt, mache ich gerne noch mal ein eigenes Video darüber, wie ich meinen Kakao trinke und was genau ich da verwende. Dann machen wir noch mal ein Ami-on-Tour-Video in meiner Küche. Ja, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, ob euch das interessiert. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Alkohol zum Beispiel trinke ich auch eigentlich gar nicht. Es ist das gleiche wie mit Zartbitterschokolade. Ganz, 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 ganz selten mal, aber so wenig, dass es eigentlich nicht erwähnenswert ist. Und insgesamt kann man einfach sagen, wenn ich das zusammenfassen sollte, ich achte sehr darauf, dass ich viel Gemüse esse und gewisse ungesunde Sachen, zum Beispiel Weizennudeln, durch gesunde ersetze. Das habe ich auch noch nicht erwähnt, zum Beispiel Kichererbsennudeln oder aus Linsen welche. So gibt es halt so ein paar Tricks, wie man was Ungesundes gesund machen kann. Und dass ich keinen weißen Reis esse, sondern Vollkornreis oder Wildreis. Und ich achte sehr darauf, dass ich nichts esse, was starke Verfärbungen macht an den Zähnen. Also auch bei Curry bin ich zum Beispiel sehr zurückhaltend. Oder etwas, was viel Säure enthält. Ja, Zitrusfrüchte oder Essig, Cola, das hatte ich ja alles schon erwähnt. Also da achte ich sehr, sehr drauf. Ich habe immer im Hinterkopf meine Zähne. Und das ist mir einfach extrem wichtig. Ich kaufe auch zum Großteil Bio ein, also da achte ich auch drauf. Und ich nehme Nahrungsergänzungsmittel, weil selbst wenn man sich sehr gesund ernährt, viel Gemüse isst und Bio isst, trotzdem hat das Gemüse heute nicht mehr so eine hohe Nährstoffdichte. Das heißt, man hat eher mal einen Nährstoffmangel. Und dem beuge ich eben vor, indem ich gewisse Nahrungsergänzungsmittel nehme. Wenn man sich vegan ernährt, sollte man sowieso Vitamin B12 nehmen. Aber auch wenn man nicht vegan ist, hat man da ganz, ganz oft einen Mangel, weil wenn man nur ein bisschen gestresst ist zum Beispiel, kann der Körper Vitamin B12 nicht mehr so gut aufnehmen. Und dann entsteht auch bei jemandem, der sich nicht vegan ernährt, schnell mal ein Vitamin B12-Mangel. Also Vitamin B12 nehme ich schon lange. Und noch so ein paar andere Sachen. Wenn ihr das wissen wollt, gehe ich da auch nochmal im gesonderten Video drauf ein, sonst wird das jetzt auf jeden Fall zu lang. Und ja, insgesamt zusammenfassend kann ich einfach sagen, ich versuche halt, ja, über die Nahrung ganz, ganz viele Nährstoffe schon zu mir zu nehmen. Ich ergänze es durch Nahrungsergänzungsmittel. Ich achte darauf, dass wir frisch essen, keine Fertigprodukte. Und dass auch wenn es mal schnell gehen muss, dass ich mittlerweile auch ein paar Rezepte kenne, die gesund sind und trotzdem schnell gehen. Und ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Also ich achte einerseits auf eine gesunde Ernährung, weil ich weiß, wie wichtig die Ernährung ist, was für eine riesige Rolle sie spielt bei der Gesundheit. Aber ich habe auch immer im Hinterkopf den Aspekt meiner Zähne und manchmal ist das so ein bisschen im Widerspruch, dass es vielleicht gesund ist, aber nicht so gut für die Zähne. Und ich versuche immer, ja, die Balance zu finden. Und eine Lösung zu finden, dass ich mich gesund ernähre und trotzdem meinen Zähnen nicht schade. Und das habe ich halt immer im Hinterkopf, wenn ich koche. Also in Bezug auf meine Zähne achte ich halt darauf, dass es keinen Zucker enthält und auch kein helles Mehl, keine kurzkettigen Kohlenhydrate, möglichst wenig Säure, so wenig wie möglich und letztendlich auch Dinge, die nicht so starke Verfärbungen machen oder möglichst gar keine. Und falls ich doch mal irgendwas von solchen Sachen esse, achte ich halt dementsprechend umso mehr darauf, hinterher eine gute Mundhygiene zu haben und meine Zähne noch gründlicher zu putzen als ohnehin schon. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich kann auch gerne noch ein zweites Video drüber machen und eure Fragen beantworten, weil ich jetzt auch gar nicht so genau weiß, was euch noch interessiert. Ich denke, ich habe schon eine Menge erzählt, aber noch längst nicht alles. Thema Ernährung ist wirklich ein riesiges Thema und da kommen sowieso in der Zukunft noch viele weitere Videos zu. Und ja, das war es aber erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Drückt auch auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.